Herzlich willkommen. Heute ist der letzte Tag, bald ist vorbei. Es ist also noch ein bisschen Zeit, um sich gegenseitig zu erheitern. Von daher erwarten wir auch dieses Jahr von euch rege Beteiligung und ein paar gute Geschichten. Ich habe allerdings ungefähr vor 2 Stunden mit Erschrecken festgestellt, dass wir nur 1 Stunde Zeit haben. Das bedeutet vor allen Dingen eins: Die Abschlussveranstaltung fängt etwas später an. Also, Security Nightmares nächstes Jahr. Wie immer, Security Nightmares, die wir haben wollen, weil sie vielleicht was ändern. Security Nightmares, die wir nicht haben wollen, weil vorgewarnt sein ist besser als keinen Plan zu haben. Ich habe 2 Sachen zum Aufheizen. Die Werbung habt ihr bestimmt alle gesehen, gibt jetzt auch schicke Aufkleber in der CT. Aber das eigentlich irre komische war die Ironie des heise.de Banner-Servers, der also dieses Banner ausgespuckt hat zu dem Artikel, der darunter war. Also es war nicht zu verifizieren, ob es eine ironische Form von kontextsensitiver Werbung oder Zufall war. Ja, ich meine, wenn Microsoft irgendwie alles allen Space kauft, der, ne, wo Windows vorkommt, dann... Du meinst, ist kein Zufall mehr? Ich weiß es nicht. Egal, über das Thema, dass die Angriffe über Content, also Bilderchen und Videos und Entsprechendes zunehmen werden, das haben wir, glaube ich, schon vor 2 Jahren angesagt. Ja. Naja, das war eine klare Entwicklung. Gut, noch einen zum Aufwärmen. Die geplante Merchandise für die WM 2006. Erste Beta-Version von dieser Merchandise konnte man schon auf dem Camp, also vom Club, wann waren das, vor 2 Jahren, 3 Jahren? Vor 2 Jahren. Auf jeden Fall auf dem letzten Camp sehen. Da ist das Bild auch aufgenommen worden. Und... Also wie gesagt, handelt sich dabei um die Beta-Version. Ob die Release dann noch ein bisschen hübscher sein wird, wissen wir noch nicht. Am Ende steht zu erwarten, dass zumindest in den Austragungsstädten der Fußball-Weltmeisterschaft die Kameradichte dann doch vielleicht möglicherweise die der Zuschauer übersteigen wird. Und Kameras... Das Problem daran ist natürlich nicht, dass es viele Kameras geben wird, sondern dass diese Kameras nicht auf den Ball gerichtet sein werden. Aber kommen wir noch zu, wenn überhaupt. Okay, wir hatten 2004 ein paar Sachen vorhergesagt. Die Highlights davon, die auch eingetroffen sind, die haben wir hier mal aufgelistet. Wenn euch noch was einfällt, bitten wir um entsprechende Handzeichen. Wir hatten also angesagt, Superworms, mehr davon. Also eigentlich hatten wir, glaube ich, angesagt, dass es jetzt mal Zeit wird, dass die Würmer mit eigenen Betriebssystemen kommen, damit man da mehr implementieren kann. Was tatsächlich stattgefunden hat, ist, dass die Trojaner-Szene einfach deutlich professioneller geworden ist. Also nicht nur der Kongress ist professioneller geworden, auch die Trojaner-Schreiber. Der Driver dahinter ist natürlich, dass mit immer mehr Online-Services, bei denen Geld bewegt wird, also Banking, Shopping, eBay, diese ganzen Dinge, lohnt sich so ein Trojaner mittlerweile auch finanziell. Das heißt also, ein guter Trojaner kann halt auch Geld verdienen, bis halt hin zu den Industriespionage-Trojanern, die halt handcrafted sind, die ja auch dieses Jahr hochgeploppt sind. Genau, die ersten davon. Also die Nutzung von Suchmaschinen durch Trojaner, um E-Mail-Adressen zu finden, ist inzwischen normal. Die benutzen auch nicht nur eine Suchmaschine, sondern dann gleich 3 oder 4. Ja, nicht nur E-Mail-Adressen, sondern auch tatsächlich Exploitable Systems über Suchmaschinen finden, war ja schon eine Weile Trend. Mittlerweile ist es so, dass bei den großen Suchmaschinenbetreibern eigene Leute abgestellt sind, um diese Search Strings zu identifizieren und zu blockieren. Also sozusagen die Suchmaschinenbetreiber haben eine Funktion, die sie sich nie erträumt hatten, nämlich sie sind plötzlich verantwortlich für Computersicherheit, indem Search Strings in Google gesperrt werden. Ist auch vielleicht billiger als Patchen, wenn man es zentral aus der Suchmaschine rausnimmt. Ja, was ich gelernt habe dieses Jahr ist, was ich spannend fand, ist SQL Slammer. Wer kennt den noch?
Das war dieses besondere, elegante Ding, das nur ein UDP-Paket gebraucht hat, um... Und es lebt immer noch. Genau. Also man könnte erwarten, dass sozusagen so eine Firewall-Rule, die nach solchen Dingen sucht, oder Intrusion-Detection-System-Rule, die nach solchen Dingen sucht, irgendwie, dass man dann so nach 5 Jahren oder so mal welche rausnehmen kann, damit irgendwie nicht... aber nee, ist nicht der Fall. Ein UDP-Paket, 3 Jahre Lebenszeit. Applaus! Ja, Bluetooth hatten wir auch angesagt, glaube ich. Was ich lustig fand, war, dass der erste Anruf, den ich auf der Hacker-Ethik-Hotline entgegengenommen habe, war: Mein Bluetooth-Telefon ist Toast, ich muss es jetzt zum Nokia-Service Point bringen. Und ich habe doch nur draußen vor dem Haus in der Schlange gestanden. Ja, hier einen Rechner laufen lassen, der Bluetooth aktiv hat, ist auch wirklich eine sehr amüsante Erfahrung, weil man sieht halt einfach jede Menge Pairing-Versuche von so Firmen, die zum Beispiel so Darth Vader's Phone heißen oder zum Beispiel Evil Phone oder Blue Evil, den fand ich besonders schön. Richtig. Was war noch in der Presse? Angriff auf Bluetooth-Handys im Regierungsviertel. Genau, mit den ganzen, da gab es ja nun den schönen Vortrag zu dem Thema, was die Bluetooth-Angriffe sind. Haben wir auch gesehen, da wird es sicherlich noch ein bisschen weitergehen, noch sind die Bluetooth-Stacks nicht dicht. Ja, und Instant Messaging war natürlich auch wieder mit uns. Die zunehmende Verbreitung führt natürlich auch dazu, dass die Clients zunehmend mit einer heißeren Nadel gestrickt werden. Dieses Jahr hat es auch Skype erwischt. Endlich, muss man ja fast sagen. Und die anderen Instant-Messaging-Systeme natürlich auch in breiter Vielfalt. Jedes einzelne neue System, was irgendwie auf den Markt kam, wurde natürlich auch erstmal wieder angegriffen. Da haben wir sicherlich auch nächstes Jahr noch Spaß, denke ich. Ja, das geht so weiter. Überwachungskameras. Ja. Schönen Vortrag dazu, hier auf dem Kongress gesehen. Genau. Oh. Und lustigerweise ist mir neulich eine Installation begegnet, wo, also war recht schön gemacht so, die Wachschutzbeamten hatten da so ein PDA mit WLAN und konnten sich über den WLAN-PDA, während sie auf dem Gelände rumliefen, in die einzelnen Kameras reinklicken. So, also schon durchaus advanced. Das WLAN war offen, das war unverschlüsselt, das war keinerlei Authentication nötig. Und nachdem ich den Verantwortlichen dann fragte, nun sagen Sie, junger Mann, das kann doch wohl nicht so gemeint sein, sagte er, doch, das ist ein Feature, weil mit diesen Keys, das, wissen Sie, wir haben ja 50 Wachschutzleute und die haben irgendwie 40 so eine PDAs und das kriegen wir immer nicht so hin mit dem Key-Management und wer da wann und wie und wo. Und dann geht so ein Ding doch bloß verloren, dann müssen wir wieder alle Keys umstellen, das ist doch blöd. Also meinte er, wer hat denn schon so ein PDA, um irgendwie auf diese Bilder zu gucken, war dann sein finaler Satz. Ja. Die interessante Frage wird ja sein, ob irgendwann mal einer von denen, die da auch zugucken, schneller ist als die Wachmänner, um einen Einbruch zu melden. Aber wahrscheinlich ist es so wie bei Open Source Code. Nobody reads the source anyway. Ja, im analogen Bereich gibt es natürlich auch noch jede Menge Überwachungskameras, gab es ja auch den Vortrag zu. Lohnt auch immer mal wieder noch den analogen Scanner auszupacken. Oh ja. Oh ja, da hatten wir doch dieses Jahr eine Menge Spaß mit. Genau, die Ansage war, dass es ein bisschen der Fokus wegrückt von den Betriebssystemen hin zu den Tools. Und das hat ja wohl grausam zugeschlagen, muss man sagen. Die Antivirenhersteller waren alle dran, glaube ich. Jedenfalls waren die Großen alle dran. Symantec hat es tatsächlich geschafft, ein System, für das es bisher keine sagen wir mal, massendeployte Backdoor gab, nämlich macOS X mit einer massendeployten Backdoor zu versehen. Genau, und schönen Dank an Adobe für einen echt schicken Cross-Plattform-Exploit. Ja, der war schön. Genau, und die Backup-Software-Hersteller haben es bei der Suns 20, Top-20-Liste für dieses Jahr auf Platz 3 oder so geschafft. Ja, für Backup-Software-Exploits. Also was wir halt sehen, ist, dass die Angreifbarkeit bewegt sich halt immer mehr weg von dem Kernbetriebssystem
hin zu den Applikationen darauf. Die Applikationen sind halt alle mittlerweile netzwerkbetrieben oder aufs Netzwerk angewiesen. Und was die Leute da zurecht implementieren im Bereich Netzwerkcode und Parsing und Fernwartung und Authentication und so weiter und so fort, hat häufig mit Security nicht viel zu tun. Wir sehen halt, dass die Betriebssystemhersteller schon recht viel Geld investieren in Security, aber die Applikationen rotten da so ein bisschen vor sich hin, gerade speziell im Bereich Sicherheit. Ja, und ich weiß nicht, also und das Interessante ist ja auch, dass da scheinbar keiner besser ist als der Nächste. Das heißt, wenn vielleicht die McAfee-User Anfang des Jahres noch das breite Grinsen im Gesicht hatten, weil Symantec es zuerst erwischt hat, war dann halt nach 2 Monaten später, waren sie dann halt auch dran. Naja. Gut, dann hatten wir gesagt, jetzt Mobiltelefone, Würmer, real soon now und jetzt bestimmt, ganz bestimmt nächstes Jahr. Also wir sagten dir das schon seit Jahren zugegebenermaßen. Hatte sich ja schon zu so einer Art gewissem Running entwickelt. Dieses Jahr gab es immer einen Proof of Concept. Genau. So, den ersten. Es geht voran, Fortschritte, Fortschritte. Genau. Innovation, Innovation. Gut, Mac OS X, dieselbe Schiene, hatten wir auch gesagt, da muss jetzt mal was passieren. Und naja, gut, auch nur ein Proof of Concept, aber immerhin. Aber da gibt es tatsächlich auch Hoffnung. Also es gibt offensichtlich eine ganze Menge Angreifbarkeiten in so Code wie zum Beispiel dem Software-Update-Mechanismus, der uns sicherlich im Laufe des nächsten Jahres noch einiges an Spaß bescheren wird. Genau. Dafür Fortschritt bei der Firma Microsoft. Also wenn Bill Gates sich was zum Thema macht, dann gibt es auch Ergebnisse. Der Nachteil ist, dass wir davon ausgehen, dass in der nächsten Version von Visual C++ es dann einen Clippy gibt. Ne? So, dass also Sie versuchen gerade einen Buffer-Overflow zu schreiben. Also statt Rechtschreibkorrektur gibt es dann halt so Security-Korrektur und dann poppt da so ein kleines Ding hoch und sagt... So mit kleinen roten Schlangen unter den String-Copy-Dingern. Ich meine, das braucht man noch, oder? Soll Ihnen Clippy erklären, wie Sie dieses Programm sicher machen können. Genau. Und was wir auch mit Interesse zur Kenntnis genommen haben, war, dass der südkoreanische Geheimdienst protestiert hat, weil Microsoft Windows 98 nicht mehr patchen will. Man fragt sich, was sie damit betreiben. Das ist wahrscheinlich hochkritische Infrastruktur, ich würde gar nicht wissen. Die nationale Sicherheit. Oh je, was habe ich hier getan? Gut. Ja, Voice over IP war witzig, weil das auf eine ganz andere Art in die Presse kam als erwartet, jedenfalls von mir. Das hätte man sich allerdings natürlich auch selber ausrechnen können, ne? Dass da plötzlich Provider anfangen, das, was ein Voice-over-IP-Teilnehmer als seine Telefonnummer übermittelt, ja, dass sie das glauben. Weil es ja eine Telefonnummer und kommt ja auf SS7-Seite von einem anderen Provider rein. Und dass dieser Provider da gerade ein untestet Beta-Protokoll, was von ein paar bekifften Nerds zusammengehackt wurde, benutzt, um Telefongespräche zu vermitteln, damit rechnet halt zum Beispiel die Telekom nicht so direkt. Was dann halt dazu führte, dass halt zum Beispiel die Mobifunk-Voiceboxen abhörbar waren und teilweise bei einigen Operatoren, nicht in Deutschland, aber anderswo auch noch sind. Dieser ganze Bereich Voice-over-IP, insbesondere Authentication, Spoofing und so weiter, wird uns sicherlich noch eine Weile verfolgen und dann geht es dann gleich weiter mit dem ganzen Thema Security gegen Abhören, weil so eine Telefonleitung abhören ist halt schon schwierig, da braucht man schon Technologie oder Zugriff zur Vermittlungsstelle. Um einen Voice-over-IP-Trunk abzuhören, brauchst du halt nur zufällig Internet-Service-Provider sein oder einen von deren Rechnern ownen, die ja auch notorisch gut gewartet sind. Gibt es eigentlich das Amt für Fernmeldestatistik noch in Deutschland? Ja, klar. Natürlich. Höre ich ein Ja? Ja. Bundesstelle. Bundesstelle, ja. Dankeschön. Ja, die werden viel zu zählen haben. Der... bei Voice over IP waren noch natürlich zu bemerken, dass so diverse Hersteller, Symantec, Dreicom, Alcatel und so weiter und so fort, jetzt das Voice over Internet Protocol Security Alliance Dings da gegründet haben. Und man fragt sich, was da im Fokus steht, nicht? Also Security Alliance kann ja immer viel bedeuten. Also unsere Vermutung ist, dass es halt ungefähr 3 Prioritäten hat. Erstens sicherstellen, dass das Billing funktioniert, und zwar so immer so.
Zweitens, sicherstellen, dass alle Features wirklich toll sind. Und drittens, sicherstellen, dass die Lawful Interception Schnittstellen schön funktionieren. So, und danach gucken wir mal. Genau, was man da noch, wessen Interessen man da noch schützen muss. Ja, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, Open Source hilft zum Thema Sicherheit genau gar nichts, solange niemand diesen Source liest. Und spätestens dann, wenn jemand mal den Source liest, gibt es auch immer gleich ein Sicherheitsproblem. Also zumindest war es bisher immer so. Dieses Mal hat es halt doch irgendwie einiges erwischt, so an zum Beispiel Browsern. Ja, Browser, Firefox war schwer in der Kritik, weil die das ja wirklich geschafft haben, sich ein architektonisches Loch reinzubohren. Mhm. So, das war ja ein bisschen peinlich eigentlich, rückblickend gesehen. Ja, aber um nochmal den Punkt reinzureiben, wenn sich diesen Source niemand anguckt, ist Open Source kein Stück sicherer als irgendwie irgendein anderes Stück Software auf diesem Planeten. Möglicherweise sind die Bugs ein bisschen stilistisch schöner ausgeformt oder so, aber... Ja, Zlib hatten wir gerade. Im Talk davor, genau. Ja, nicht nur bei BlackBerry sehr beliebt, irgendwie auch in allen möglichen anderen Sachen drin. Bis hin zu Embedded Devices. Zlib gibt es immer und überall und sorgt halt auch immer und überall für Spaß. Genau. Und der letzte Punkt als Laufender, ich habe dann irgendwann Mitte des Jahres aufgehört zu zählen, ja, weil es wird ja langweilig. Kundendaten verloren haben dieses Jahr wieder eine Menge Firmen. Das geht dann so von 2000, 2 Millionen, große Bank da, 2 Millionen Kundendaten verloren. Aber die hat DHL dann schnell wiedergefunden. Also die verschicken halt ihre Tapes inzwischen mit DHL und hoffen, dass sie ankommen. Genau. Also wenn ich mir so überlege, also was so die durchschnittliche Versandverlustquote bei so einem üblichen Kurierunternehmen ist, also ich würde da nicht meine Backup-Tapes reintun, auf gar keinen Fall. Also die beliebtesten Methoden so zum Kundendaten verlieren, so ich weiß nicht, ob wir da ein Ranking machen können, aber sicherlich so unter den Top 10 ist auf jeden Fall Backup-Tapes verlieren, so mit hin bis hin ist hinten aus dem UPS-Auto rausgefallen. Über, was gab es noch? Ach so, ja genau, Verwechslung beim Backup-Dienstleister gab es auch noch. Das heißt also, da haben halt sozusagen outgesourced und der Dienstleister hat dann halt die Backups verwechselt oder so. Dann natürlich alle möglichen Server-Einbrüche bis hin zu Leuten, die offensichtlich auf nicht verschlüsselten Leitungen zwischen zwei Servern saßen. Ja, aber da gab es auch so ein paar Sachen, die zwischendurch echt kurios stimmt. waren, was die Pressemitteilung angeht. Zum Beispiel dieser Datenverlust bei LexisNexis, wo es dann hieß, in 59 Einbrüchen sind 310.000 Kundendatensätze gestohlen worden. Also Moment, nochmal von vorn. 59 Einbrüche und jeweils so ein paar tausend Kundendaten oder 59 mal die 310.000 Kundendaten? Also, oder also für mich klingt es so, als wollte da jemand ein fortlaufendes Update haben. Ja. Was auch wirklich schön war dass diese Guidance, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt richtig geschrieben habe, Guidance heißen die. Guidance. Die sind, ist eine hübsche Firma, die machen so Computerforensik-Tools. Also wenn halt FBI die Tür eintritt, um zu gucken, was auf der Festplatte ist, haben sie in der Regel die Tools von diesen Leuten dabei. Encase ist so deren Flagship-Product. Ja, die sind Weltmarktführer. Genau, die sind Weltmarktführer in diesem Bereich, zumindest sagen sie das. Und die haben 3.800 Kundendatensätze verloren, inklusive der Kreditkartendaten, und offensichtlich haben sie auch regelwidrig die drei Prüfziffern, die man immer so eingeben muss bei so Shops, mitgespeichert, was illegal ist, also die dürfen das nicht, laut Regeln der Kreditkartengesellschaft dürfen sie diese drei Ziffern wirklich nur zur Verifikation verwenden und müssen sie dann löschen, haben sie aber mitgespeichert. Das heißt also, diese Datensätze, die da verloren gegangen sind, sind wirklich benutzbar. Also da muss man dann nicht raten, sondern nimmt einfach diese Daten so, wie sie da sind und geht zum nächsten Webshop. Und lustig ist, wer die Kunden von diesen Leuten sind. Wie das in den USA so üblich ist, wenn man halt so eine CIA-Abteilung zum Beispiel ist, dann kauft man sich seine Software auf die Abteilungskreditkarte oder halt auf die persönliche Kreditkarte des Agenten. Das heißt also, diese 3.800 Datensätze sind richtig lustige Datensätze, wenn die irgendwo auftauchen. Genau, was dann auch erklärt, dass der Secret Service eingeschaltet wurde, um beim Wiederfinden zu helfen. Können wir kurz wer sie hat, könnt ihr aufstehen, damit wir dann...
Also einfach ziehen können. Einfach uploaden. Genau, man muss das ja nur noch heutzutage auf irgendein Peer-to-Peer-Netzwerk stellen. Da war auch irgendwas. Irgendwelche Provider-Kundendaten sind auf irgendwelchen Peer-to-Peer-Netzen aufgetaucht. Ja, nun. Die sind ja eh dieser Tage weniger spannend, als sie in der Anfangszeit waren, als diese Tools noch gleich Sternchen, Punkt, Sternchen geshared haben per Default. Naja, gut. Ja, und dann das, was nicht passiert ist. Also manchmal hat unsere Kristallkugel ja auch so ein paar Macken so. Da. Die hat ja den Fast-Forward-Knopf. Genau. Tja, ich kann nur sagen, wir waren es nicht, ne? Ja, SSH dachten wir letztes Jahr, da kommt es nochmal richtig dicke. Ja, aber es hat nur so ein bisschen OpenSSL und OpenVPN erwischt. Ja, so ein bisschen, aber nicht so richtig. SSH war nicht so richtig der Knaller dieses Jahr. Kann natürlich sein, dass die Leute noch drauf sitzen, ne? Also, meine, heutzutage sitzt man ja gar nicht mal auf sowas. Ja, und wartet, bis der Preis stimmt. Biometrie-Kursprojekte, auch ja, das, so richtig was passiert. Ja, gut, ich meine, immerhin ist beschlossen worden, nicht wahr? Also es ist halt ja nicht so, dass wir davon verschont bleiben, sondern es sozusagen ja, vertagt das auf 2007, ja. Die Einführung des biometrischen Reisepasses. Deswegen gibt es halt da leider auch noch nicht wirklich was zum Spielen, so, oder Starbuck übrig nicht. Ja. Ja, aber ich meine, es gibt noch keine Biometrie-Großprojekte so zum irgendwie kaputt spielen, irgendwie da draußen auf der Straße. Naja, sagt er, okay, ja, vielleicht nächstes Jahr. Ja, auch eher in Ankündigungen stecken geblieben ist Zigbee. Wir hatten uns da ja vorgestellt, dass man vielleicht dieses Jahr schon ein bisschen Blinkenlights machen kann. Aber das wird wohl noch nichts. Also ich habe gehört, dass es noch Probleme gab beim Konvertieren der Blinkenlights-Files auf die... Nein, komm, da sind gerade erst irgendwelche Firmen zertifiziert worden auf den Standard oder so. Und ach so. Das, du meinst, die Installed Base ist noch nicht dafür Blinkenlights? Die gibt es gar nicht. Ja, okay. Gar nichts da. Alles Vaporware. Muss durch die Hype-Curve mühsam durch oder so ähnlich. Auch das mit den mobilen Botnetzen hat noch nicht funktioniert. Weiß ich nicht, vielleicht wenn jetzt die Internet-Flatrates langsam kommen, dann... Ja, also wir dachten ja eigentlich, dass Premium-SMS ein hinreichender Anreiz wäre, um halt da, mal was zu bauen. In der Tat ist es auch so, dass Premium-SMS ein hinreichender Anreiz für alle möglichen anderen Formen von Betrug oder unlauterem Marketing, die Grenzen sind ja fließend, mit so hüpfenden Fröschen und diesen Dingen. Da ist halt eine Menge Schindluder passiert, bis hin dazu, dass halt einige Operator halt angefangen haben, die Premium-SMS zu sperren, sodass die halt als Zahlungsmittel nicht mehr zur Verfügung stehen für solcherlei Dinge. Insofern müssen wir da wohl noch ein bisschen warten auf die mobilen Botnetze. Aber sie kommen bestimmt. Bestimmt. Die Vernetzung von Autos. Ach so, ja genau, die Sache mit den Autos. Also da haben wir irgendwie nichts wieder von gehört. So. Also auf dem letzten Kongress gab es hinterher so ein paar Leute, die sagten so, ja, wir fummeln da an so ein paar Sachen so und mit dem CAN-Bus und übers Autoradio und so. Und da so ein Szenario war halt irgendwie über einen Exploit im RDS-Decoder des Autos, das Autoradio exploiten und von da aus dann auf den CAN-Bus und von da aus dann auf die Bremsflüssigkeitskontrolle oder wie auch immer. Nee, die Idee war natürlich, dafür zu sorgen, dass man so einen Knopf hat und dann sagen kann, alle rechts ranfahren, nur ich nicht. Ja, aber dafür gab es schon die ersten lustigen, leicht panisch klingenden Headlines mit diesem Handywurm, Kabir soll keine Gefahr für dann doch nicht Lexus-Fahrzeuge darstellen und so. Das fand ich zumindest bemerkenswert. Aber naja, die Integration hat halt noch nicht so richtig. Ja, ist sozusagen noch ein Arbeitsfeld. Ja, da müssen wir der Autoindustrie noch etwas Zeit geben. Gut, naja, nun denn, wie auch immer, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau, was natürlich sonst noch passiert ist. Genau, das, was wir vergessen hatten und was sonst noch war. Die Ansage war eigentlich, schlimmer kann das mit dem Spam nicht werden. Die Auswirkungen schon.
Ja, dieser. Ich hatte ja die Vermutung angestellt, dass tatsächlich das Internet oder die Menge an Spam, die da durchläuft, nicht mehr zu steigern ist. Dass das sozusagen, dass man da an die Systemgrenzen gestoßen ist, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Also auch, ich glaube, überall auf diesem Planeten mussten dieses Jahr Firmen ihre Mail-Gateways hochrüsten, um Spam schneller wegzuschmeißen, um dann die 10% valide E-Mail dann doch noch durchzulassen. Also was auch gut war, war das... Desktop-Spam-Filtering funktioniert ja auch sozusagen nur noch, wenn man einen richtig schnellen Rechner hat. Ja, genau, und dieses You have Mail und dann so viel reingekommen, so viel weg, aber das weiß man auch erst 5 Minuten später, das ist doof. Was ich auch witzig fand, war die Ansage von ich glaube, AOL, die sagten, sie schmeißen 8 von 10 E-Mails, die nach AOL rein wollen, weg. Also die umgekehrte Quote ist natürlich genauso, ne? Also 8 von 10 E-Mails, die von AOL rauskommen. Eigentlich haben Sie dazu ja keine Aussage gemacht. Die Frage ist nur, warum droppen Sie es nicht eigentlich total? Gut. Ja. 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 Also ich meine, die Content... Das Spielen mit den Zahlen war ja wirklich schön. Die Zahlen, die wir hier auf dem Kongress gehört haben, über die Reverse-DNS-Lookups und all diese Geschichten, die waren ja schon spannend. Also 2,1 Millionen verkaufte CDs, nach meinem Verständnis nur in den USA verkauft. Infektionen überall auf dem Planeten, auch 7 in Berlin. Natürlich die Frage, wie die da hinkommen und ob das dann eigentlich eine gute Quote ist. Ja? 2,1 Millionen CDs raus, 500.000 infizierte PCs. Also ich meine, es ist signifikant besser als bei Spam. Insofern wird es wohl eine legitime Firma sein. Stimmt. Ja, also gut, dass die Content-Mafia einigermaßen verzweifelt ist, ist ja nun auch nach dem letzten klar geworden. Die Folgen davon sind natürlich, dass ihnen jetzt wieder mal noch mehr Sachen wegbrechen, weil die Leute sagen, natürlich würde ich zusätzlich eine CD kaufen, wenn die meinen Rechner aufmacht. So, da muss ich kein Geld für bezahlen, da brauche ich nur den Rechner anmachen und ans Internet hängen. Was mir dabei auffällt, ist, dass ich schon ziemlich lange keine AOL-CD mehr in irgendeiner Zeitschrift gesehen habe. Das war doch... Hat nicht mal jemand geschrieben, und wenn ich genug AOL-CDs habe, dann benutze ich sie, um die Sonne implodieren zu lassen? Ja, aber also, ich meine, die nächste Welle rollt langsam wieder an. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob es AOL wird, aber es liegt wieder so viel Geld auf der Straße, dass bestimmt werden bald wieder mit CDs zugeschüttet. Düsseldorf im Oktober die Letzten. Ne? Das ist so, naja, Düsseldorf ist schon ein bisschen... Immer ein bisschen hinterher, ne? Entschuldigung, could not resist. Genau. Ja, okay. Wobei ich da gerade im Saturn von jemandem angefallen wurde, der so ein AOL-Cappy auf hatte. Oh, Sie machen jetzt... Was? Das war mein Verdacht, deswegen habe ich mich schnell weggeduckt. Aber wahrscheinlich ist jetzt Studenten in den Saturnstellen billiger als CDs zu drucken, ich weiß nicht. Ja nun, also gut, was wir auch vergessen hatten zu erwähnen, ist, dass PHP immer noch nicht sicher ist. Also ich weiß nicht, ob wir es wirklich vergessen haben zu erwähnen oder ob wir es irgendwie einfach nur als selbstverständlich vorausgesetzt haben. Genau, da gab es ja auch einen Anruf auf der Ethik-Hotline zu dem Thema, glaube ich. PHP? Ja. Wir hatten einen Anruf von einem SysAd, der... Nee, es war auf der Abuse-Hotline. Das war Ja, genau, es war auf Abuse. Da rief jemand an, der hatte ein Problem, dass irgendjemand an seinem Server-Admin-Tool rumknusperte. Und... Naja, also sah aber erst im Hingucken so ein bisschen aus wie selbstgestrickte Perl. Hatte dann wohl aber auch, dachte sich, noch irgendwelche PHP-Komponenten. Und
Offensichtlich war der Angreifer schon über die erste Hürde hinweg gedrungen und dann bat halt der Angegriffene, dass man doch vielleicht irgendwie Netz sozusagen ausgehend sperrt, damit er Feierabend machen kann. Und eigentlich wäre er noch sehr interessiert daran, die zu wissen, was jetzt nun eigentlich der Angriff war. Aber das konnten wir dann aufgrund der doch deutlich kurzen DHCP-Lease-Zeiten nicht wirklich feststellen. Ja, SHA-1. Genau, die Headlines, dass SHA-1 geknackt war. Real war das ja nur eine Reduzierung der Angriffe, nee, die man braucht. Nö, nee, es war Ausrechner, Working Software. Bitte? Working Software. Ja, schon, aber ich meine von 2 hoch 80 auf 2 hoch 69. Nee, Collisions erzeugen geht mittlerweile auf handelsübliche Hardware. Also, ja, also es, ja, wissenschaftlich gesehen, genau, das ist also, ferner. Ja, klar, ist gut, durch, muss ersetzt werden. Gut, MD5 ist irgendwie, ja, sozusagen, hat sich eher erlegt. Richtig. Der interessante Aspekt dabei ist, dass eigentlich ja zu erwarten gewesen wäre, dass es wesentlich schneller relevante Attacken auf dieser Basis gibt. Offensichtlich ist es aber so, dass die meisten Krypto-Protokolle doch etwas resistenter dagegen sind, genau da angegriffen zu werden. Die einzigen Sachen, wovon ich gehört habe, waren irgendwelche so selbstgestrickten Krypto-Protokolle, nicht halt irgendwelches Mainstream-Zeug, wo halt doch großer Schaden entstanden wäre. Ja. Gut, was haben wir gelernt? Default-Passwörter sind immer noch nicht ausgestorben, nicht bei Cisco, nicht bei D-Link, nicht bei Netgear war es, glaube ich. Ja, ist so. Doch einmal. Was soll man dazu also noch sagen? Interessant fand ich ja die, also ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir zu lange darüber geredet haben, dass die Leute mal ihre Wavelands sicher machen sollen. Weil, wenn man heutzutage so auf der Straße steht und irgendwie ein portables Waveland-Gerät aufklappt, hat man so in Berlin so im Schnitt 10 Netze. So, das ist so der Schnitt. Davon ist maximal eins offen. Und heißt also, man hat nicht überall flächendeckend Internet. Und deswegen... Also ich finde, wir hätten da früher mal aufhören sollen, darüber zu reden, dass jetzt mal alle mal WEP anmachen sollen. Vorreiter ist natürlich immer noch die Telekom, aber wenn es irgendwie das Netz irgendwie als Network-Name ein großes WLAN hat, dann geht immer noch schön alles und ist auch schön schnell und der Router hat das Default-Passwort und alles ist prima. Ja, aber ansonsten Default-Passwörter werden noch eine Weile mit uns sein. Genau. Ja, wir hatten so ein bisschen Datengeiselnahme, das war witzig. Wir sind ja immer auf der Suche nach spannenden Schadensroutinen von Würmern und Viren. Und das war mal ein bisschen innovativ. Nämlich, da ist einer losgegangen und hat die Dateien, die der Virus auf dem Rechner gefunden hat, ein paar davon oder alle, ich habe vergessen, einfach verschlüsselt. Mit auch irgendwas so. Und dann da irgendwo eine Textdatei hingeklebt, wo dran stand, dass man sich den Schlüssel kaufen könnte, indem man folgende Webseite aufruft. So. Das ist doch und dann handelt es sich, glaube ich, um ein E-Gold-Konto. Das ist doch endlich mal ein innovativer E-Business-Plan, oder? Na? Also ja, der nächste Schritt ist wahrscheinlich, die Daten tatsächlich entführen. Also so, die sind jetzt nicht mehr bei dir, sie sind bei mir. Wenn die Leute hochbreitbandig angebunden sind, ist das ja auch kein Problem. Ist denn so interessant, wie man dann den Proof of Life macht als Erpresser, so bei irgendwelchen Geiseln? Bei so Geiseln haben wir ja gelernt, dass dann immer nach irgendwelchen Sachen gefragt wird, die nur die Geisel wissen kann. So irgendwie Körperteile schicken ist wahrscheinlich auch nicht so der Hit. Ja, man könnte dann, ich habe deine Dateien und ich habe sie zusammen mit einer aktuellen Tageszeitung fotografiert. Und dann zurückschicken, ich weiß nicht. Nein, wir würden so ein Windows Explorer Foto auf dem Bildschirm mit so einer New York Times davor gehalten. Und dann so, wir haben sie, möchtest du sie wieder haben? Gib Geld. Ja. Tja, am Ende scheitert es. Ja, naja, das versteht doch so ein CEO wieder nicht. Ich glaube, mit der Times-Foto kommt man besser durch. Was noch? Achso, das Doofe daran war, dass, glaube ich, der
Verschlüsselungsalgorithmus war lame. Und von daher hatten die Antivirenhersteller ganz schnell kleine Toolkits am Start, mit denen man seine Daten dann wieder herstellen konnte. Von daher wäre Entführung schon die bessere Option gewesen. Nun gut, das wird sich sicherlich fortentwickeln. Ich dachte, dazu muss man auch noch mal was sagen oder auch nicht. Vielleicht muss man dazu schweigen. Nee, sag ruhig. Vielleicht muss man dazu herzlich lachen. Ich weiß nicht. Ich habe mir zwischendurch mal die Webseiten angeguckt und hatte den Eindruck, dass man da doch sich eigentlich sehr hilflos fühlen muss als User, wenn man da so davor steht und dachte, ich habe jetzt diese URL sicher im Netz.de oder so. Die klicke ich jetzt an, dann will ich ja wahrscheinlich Hilfe. Aber was ich finde, sind irgendwie Checklisten. Keine, hier können Sie Ihre CD downloaden und so irgendwas, Geschichten, nichts da. Ja, Wissen verbreiten ist da auch wichtig. Ja, nein, also wir finden das ja grundsätzlich positiv. Aber wirklich positiv. Applaus. Das muss man mal machen. Die interessante Frage ist, kann das zu einem Wirtschafts... wie heißt das immer? Aufschwung. Aufschwung. Nein. Nein, ist das etwas, was den Wirtschaftsstandort Deutschland fördert, wenn hier weniger Daten wegkommen? Jo. Na, gebildete Bürger sind viel wert. Also immer dann, wenn man so Sachen liest wie der Hacker, der das T-Mobile-System in den USA angegriffen hat und aufgemacht hat, wurde jetzt gefasst und da wären ja Daten weggekommen und wenn man dann liest, von wem die Daten waren, nämlich vom Secret Service, verschlüsseln die nichts? Naja, der hat halt so ein, wie hieß das Ding, Sidekick benutzt? Ja gut, aber ich meine... Und der, wie hieß das? Ich habe es in einen elektronischen Umschlag gesteckt, das ist sicher. Naja, diese Sidekicks werden per Default immer auf den Server repliziert. Das war der Trick. Ah, schickes Feature. Tolles Feature. Gut. Ja, das war auch noch extrem spannend, dieser Vortrag über die Sicherheit von Cisco-Systemen, von diesem IIS-Mensch, glaube ich. War das nach meinem Verständnis, war der Vortrag vom Inhalt her nicht viel anders als das, was man, ich glaube, ein Jahr vorher hier hören konnte. Lustig war eigentlich eher das Nachspiel. Also Sie haben ja dann versucht, den Vortrag von der Agenda zu kriegen, von der Black Hat-Konferenz. Also Cisco hat das versucht. Inklusive Rausreißen der Vortragsfolien aus den Proceedings. Genau, rausschneiden, weg damit. Und also es ist halt symptomatisch dafür, dass die Firmen halt mittlerweile immer noch keinen halbwegs entspannten Umgang damit pflegen können, dass ihre Produkte möglicherweise unsicher sein können. Ja, gar nicht. So. Aber die ganze, wie es lief und so, also jedenfalls so ein bisschen Insight hat man ja dadurch bekommen, dass die Rechtsanwältin von dem Menschen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der den Vortrag gehalten hat, einen Blog schreibt und da immer so reingeschrieben hat, wie die Dinge gerade stehen und ob sie, dass sie gerade die Nacht mit irgendwelchen Anwälten da in einem Hotelzimmer durchgemacht hat, um klarzukriegen, wie man dafür sorgt, dass er nicht im Knast landet. Und das Erstaunliche war, wie schnell das ging. Also wie schnell der nicht im Knast landete und wie schnell klar war, dass er irgendwie halt nicht im Knast landet und nicht irgendwie ganz viel Geld abgeben muss und sie ihn einfach nur feuern und dann nichts weiter passiert. Also der muss einen Schrank voller wie nennt sich das? Einen gut gefüllten Giftschrank haben, der Mann. Was wieder viel aussagt über die Sicherheit. Arm yourself. Was? Arm yourself. Ja, ja. Der hat wahrscheinlich gesagt, naja, wenn ihr mich in den Knast schmeißt, dann muss ich dies hier Leuten geben. Dann haben sie gesagt, na gut. Schon irre. Ja, das kommt jetzt. Ja, das ist mal wieder ein sehr trauriges Kapitel zum Thema, wenn in Deutschland weniger Daten wegkommen, wäre das gut für den Wirtschaftsstandort. Ja. Da ist gerade eine ganze Menge weggekommen, nämlich gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass innereuropäische Geldtransfers über das Maestro-System, also sprich EC-Karte im Ausland Geld abheben. Genau, innereuropäisch, aber transnational. Also wenn man Hacker ist aus Deutschland und in die Niederlande fährt
und dann da in der Nähe eines Zeltplatzes Geld abhebt, dann werden diese Daten in USA verarbeitet. Herzlichen Glückwunsch. You're all on profile. Ja, der Hintergrund ist, dass Europay, die Abwicklungsstelle für diese Maestro-Daten, von Mastercard gekauft wurde. Und offensichtlich, also wir haben jetzt noch keine offizielle Stellungnahme gefunden, sondern nur davon gehört und ein paar Indizien. Es gibt Ankündigungen, nicht? Also die Ankündigung, dass also von, ich weiß nicht, 2001 oder 2002, dass diese Systeme jetzt gemerged werden und dass man das migriert und so weiter und so fort. Und das müsste dann so dieses oder nächstes Jahr abgeschlossen sein. Mhm. Oder abgeschlossen gewesen sein. Also Bargeld Rules. Ja. GCMS ist Global Clearing Management System. Ne? Das ist uns ja fast eine Schweigeminute wert, aber so viel Zeit haben wir nicht. Wir sagen einfach nochmal Danke. Genau, ein herzlichen Dank und großen Applaus für Frack. Ja, wir hoffen alle, ne? In einem neuen Format, mehr Bilder. Ja, dann haben wir mal wieder die Glaskugel geputzt, Kristallkugel natürlich. Da wird sicherlich... Damit kann man wohl klar rechnen. Also ich denke, die Nummer 1 Frage auf der Ethik-Hotline war, ich habe hier eine Sicherheitslücke und würde den Betreiber dieser Website, whatever, gerne darauf hinweisen, aber ich habe Angst, dass er mich in die Pfanne haut, verklagt, anzeigt, tralala. Besucht, wie auch immer. Also manchmal war es auch so dieses, ich habe den schon hingewiesen und der rührt sich nicht und das ist ja nicht nur sein System, sondern hat da ja auch noch Kunden drauf und was denn nun und wie auch jetzt und so weiter. Also der wahrgenommene Stress, einen Betreiber eines Systems auf eine Sicherheitslücke hinzuweisen, für den, der sie findet, ist so groß, dass mittlerweile die meisten Leute einfach sagen, ja und, warum soll ich das jetzt tun, warum soll ich mir diesen Stress geben, so, was ist meine Motivation? Eigentlich genau, und wenn man dann noch mitkriegt, dass in England gerade ein Sicherheitsberater, in Anführungsstrichen, ich weiß es nicht, war glaube ich ein richtiger Sicherheitsberater, dafür verklagt worden ist, dass er, lass mich überlegen, Enter in seinem Browser eingegeben hat. Und zwar bei einer Phishing-Firma. Also auf einer Phishing-Website, ja, und dafür haben sie ihn dann verklagt. So. Also ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht, aber das zeigt halt deutlich, wohin die Reise da geht. Und was eigentlich vollkommen klar ist, solche Firmen brauchen einfach nur auf die Fresse. So, also da... Also da muss einfach mal klar der Punkt gemacht werden, wenn sich solche Firmen nicht benehmen können gegenüber Leuten, die sich auf Sicherheitslöcher hinweisen, dann müssen sie einfach damit rechnen, dass diese Dinger schlicht und ergreifend benutzt werden und zwar ohne, dass sie es mitbekommen und vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt publiziert werden, den sie nicht beeinflussen können und auf den sie keinerlei Kontrolle haben. Und das führt dann im Regelfall zur Schadensmaximierung und ich muss dann sagen, in solchen Fällen gönne ich es ihnen dann einfach auch. Ja, wenn dann nicht immer noch Unschuldige zu Schaden kommen würden, ne? Was dann ja häufig der Fall ist, dass dann auch noch, also wenn man dann einen Webhoster hat oder so, der es verpeilt hat oder, keine Ahnung, einen E-Mail-Service, der es verpeilt hat oder so, ne? Dann ist das halt immer schon was anderes und da fragt man sich dann, was man tun kann. Also, wiederum andererseits ist natürlich auch so, was ich jetzt gerade so bei der Abuse-Hotline gemerkt habe, ist, dass die Anzahl von relativ entspannten Sysadds doch größer war als letztes Jahr. Also wir hatten jetzt eigentlich keinen wirklichen massiven Trouble-Fall, wo irgendwie Leute gleich mit dem Staatsanwalt wedelten und irgendwie hier die Hundertschaften herschicken wollten, sondern es war eigentlich alles so im gesitteten Rahmen so. Das Letzte, was ich gerade noch hörte, war das Defacement einer Seite, für die sich der Abbildung von Polizeifahrzeugen widmet.
die dann halt mit Kongresslogos verziert wurde. Auch dieser Admin war wohl halbwegs entspannt und hat sich mit unserer Policy halt einfach sein Netz Outgoing hier zu sperren irgendwie durchaus abfinden können. Naja, also ich denke, dass man, wenn man halt Webservices betreibt, muss man damit rechnen, dass die halt aufgemacht werden. Wenn man halt Webservices wie zum Beispiel eBay betreibt, dann hat man einfach auch eine ganz andere Verantwortung, mit solchen Sicherheitsproblemen halt proaktiv umzugehen, als wenn man halt nur irgendwie seinen privaten Blog betreibt, sage ich mal. Klar. Es gibt jetzt eine neue Form von Warflying, bin ich darauf hingewiesen worden. Man kann jetzt tatsächlich in ein Flugzeug steigen und da WLAN haben und dann, keine Ahnung, 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, je nachdem, wo man hinfährt, fliegt, Spaß am Gerät und mit den anderen Reisenden haben. Also bisher ist ja mal das Problem auf so einem Flughafen zum Beispiel, in so einer Flughafen-Lounge, hat man ja sozusagen die Geräte der anderen Reisenden immer nur so maximal 1 Stunde zur Verfügung. Aber sagen wir auf so einem Asienflug, da hat man dann schon so durchaus ein bisschen Zeit. Hm? Was passierte? Oh, ja. A380 mit irgendwie riesengroßem Ethernet und nur 2 Netzwerken höre ich gerade. Das wird ein großer Spaß. Und lasst die Flugkontrollgeräte in Frieden, bitte. Na, Günther, kommen Sie immer, oder? Genau. Ja, gut. Gut. Okay, wir geben zu, wir wussten es vorher. Ja, Peer-to-Peer. Darauf warten wir ja noch. Also wir wollten die guten alten Zeiten wieder haben. Wo man dann in so einem Peer-to-Peer-Netz auch einfach mal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Confidential? Confidential McKinsey eingeben kann, Enter drücken und dann gucken, was kommt. So, da kommt ja jetzt nichts mehr. Also von daher, wir zählen auf Peer-to-Peer-Würmer mit anständigen Schadensroutinen. Hm. Ja, Firewalls sind ja auch nur Computer, nicht wahr? Und als solche haben wir. Ich glaube, darauf wollten wir nur hinweisen und dann schnell darüber hinweggehen. Ja. Achso, dann gehen wir halt darüber hinweg. Also jedenfalls, Firewalls sind auch nur Computer und sie haben viel Internet. Und dahinter ist es meistens unaufgeräumt. Genau. Auch genervt zur Kenntnis nehmen wir, dass Mobiltelefone immer noch nicht vom User gepatcht werden können, jedenfalls bei den meisten Herstellern nicht. Und warten jetzt also auf sozusagen das Mobile Alert Con, was man dann morgens, bevor man das Handy einschaltet, noch schnell abfragt. Ist es noch sicher? Und da kommt dann auch gleich der nächste. Ich rechne stark damit, dass Tupperware oder ein anderer Hersteller Tinfoil-Head-Dosen und Taschen in jeder Größe auf den Markt wirft, damit man da diverse Dinge unterbringen kann, damit sie nicht belästigt werden von außen. Also seinen Reisepass, sein Handy, wenn man hier vor so einer Konferenz vor der Tür steht zum Beispiel. Weiß ich nicht, also vielleicht sollte man auch einfach sagen, wenn ihr euch ein neues Handy kauft und es hat keine, wie nennt sich das, kein Flight Mode, ja, also alle... Alle Netzwerkinterfaces abschalten. Alle Netzwerkinterfaces abschalten, dann will man es vielleicht nicht mehr haben, weil das wird noch gefährlich. Tja, du bist ein Krimineller, wird dann irgendwie das... neue Logo der Plakate zur Fußball-Weltmeisterschaft. Erst dachte ich an wir sind Papst und wir sind Krimineller, aber das. Dann dachte ich an du bist Deutschland? Nein. Ja, also ich meine, Fußball-WM, ein großes Technologiespielfeld, RFID, Kameraüberwachung, Truppenteile in den Städten. Also uns bleibt eigentlich nur zu sagen, lasst euch nicht erwischen und habt Spaß. Genau.
Genau, was man da alles eingeben muss auf der Website. Mhm. Wenn man so ein Ding haben will. Ja, VoIP-Spam. Genau, darüber haben wir gerätselt. Ne? Also das hat es ja auch schon in die Presse geschafft und alles, also dass jetzt alle mit Voice-over-IP-Spam rechnen. Aber wir sind uns da nicht so sicher, wegen dem Medienbruch. Also da fehlten sozusagen noch Features. Genau, also wenn ich so eine Phishing-E-Mail bekomme, dann kann ich da ja einfach klicken, ne? Und dann lande ich direkt auf der Phishing-URL. Aber was passiert, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, ich müsste da dringend, was auch immer, ja, meine Pillen woanders kaufen? Da muss man ja sozusagen, ist blöd, also da findet ein Medienbruch statt, da muss man woanders hinklicken oder was auch immer. Dann muss ich mir erst eine Faxnummer aufschreiben oder was, oder eine E-Mail-Adresse oder eine URL, und wenn die dann einen Akzent haben, einen südafrikanischen, was dann? Südindisch vermutlich eher. Also, verstehe ich die ja nicht mal. Genau, deswegen denken wir, das Feature, was dringend gebraucht wird, ist Anrufer zurückrufen für Voice-over-IP-Mailboxen. Das heißt also, man könnte dann den Spam auf die Voice-over-IP-Mailbox delivern, automatisiert, und dann hat das Ding zum Beispiel so eine schöne Funktion, so press 5 to call the callee. Und dann kann man sein, was auch immer man da gerade für einen Service erwerben möchte, schön verpacken. Zum Beispiel, hier ist die, wie auch immer sie heißen, die bunten Mädels von der 190er-Hotline. So. Was? Bei welchem Anbieter? Ah, dann kommt das ja vielleicht doch noch 2006. Na super. Gut. Tja, Steuererklärungen ausfüllen für andere ist ja bisher eigentlich dem Steuerberater vorbehalten. Das Ulkige ist, man kann inzwischen doch eine ganze Menge übers Internet machen. In Hamburg kann man zum Beispiel seine Mülltonne übers Internet bestellen und abbestellen. Kann man sie übers Internet? Man kann auch einfach eine größere Tonne bestellen. Kann man sie auch übers Internet leeren? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, man kann man nicht auch inzwischen seinen Stromverbrauch übers Internet melden? Ja, kann man. Man kann sogar den Anschluss kündigen übers Internet. Kundennummer genügt. GEZ anmelden für den Nachbarn. Also Ron und ich schreiben wir hier diese Hacker-Ethik-Hotline, nicht wahr? Und also ich meine, Strom abstellen, da kann man noch drüber reden, aber GEZ anmelden. GEZ abmelden übers Internet geht nicht. Nee. Da muss man erst irgendwo Scheiben einschlagen, bevor man die wieder loswird. Ja. Also ich habe immer so das Gefühl, GEZ abmelden geht eigentlich nur, wenn man einen Truck voll Sprengstoff dahin fährt und ihn sagt irgendwie, da ist meine Abmeldung. Okay, ja, wie soll... Verstehe, also die Kurzfassung ist, die GEZ ist eine ewige Liste, man kann sich da nur eintragen, aber nie austragen. Also jedenfalls wird dieses System so betrieben. Also ich würde vorschlagen, vielleicht kann es jemand notieren fürs nächste Jahr, wir sollten nächstes Jahr zwingend einen qualifizierten Vortrag zum Umgang mit der GEZ haben. Ich finde ja das Prinzip von öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren toll, weil es ermöglicht immerhin Rundfunk, der nicht staatsgetrieben ist, aber die Art und Weise, wie diese Leute das Geld eintreiben, ist eigentlich nicht mehr zu diskutieren, ist nicht mehr satisfaktionsfähig.
Ja, vielleicht sollten wir den Punkt noch nicht. Bei uns sind die unbefugt ins Haus rein und dann haben wir ihn mit dem Anwalt gedroht und dann waren wir ganz schnell abgemeldet. Ja, also gut, aber es ist effektiv. Ja, also ich finde, die sollten darum bitten, dass man diese Gebühr bezahlt und nicht einem das Gefühl vermitteln, man sei ein Straftäter, wenn man das nicht tut. Das, finde ich, ist einfach der richtige Ansatz dabei. Nun ja. Na gut, jedenfalls, man kann immer mehr Services im Internet an- und manchmal auch abmelden. Genau. Die Sicherheit dieser Systeme ist meistens eher eingeschränkt. In der Regel handelt es sich nur um die Kundennummer und eine valide E-Mail-Adresse. Damit kann man eine valide E-Mail-Adresse? Ja. Machst du Scherze? Ich sage nur, das sind die Anmeldungsvoraussetzung. Man schreibt die Kundennummer von der Rechnung ab und braucht eine E-Mail-Adresse, die irgendwie ankommt und dann schicken sie einem ein Passwort, dann ist man auf der Webseite und dann kann man dem Nachbarn den Strom abdrehen. Aber nicht, wenn du eine Mülltonne brauchst. Wie? Die schicken sie einfach so? Einfach so. Gut, gut. Da sind wir auch gleich, bleiben wir auch gleich beim Thema. Nämlich Abwasserüberwachung zur Steigerung der nationalen Sicherheit. Also wir haben ja alle diese, ne, das war Fnord. Genau, in der Fnord News Show hatten wir diese hübsche Folie über den, was so an Kokainrückständen in die deutschen Flüsse getrieben wird. Und da liegt natürlich der Gedanke nahe, eigentlich müsste man ja sozusagen dann nur in die Abwasserleitungen halt entsprechende feinfühlige Sensoren reinbauen. Weil zum Beispiel in den Forschungsarbeiten von diesen Leuten, die diese Untersuchung gemacht haben, gab es den Hinweis, dass sie in einem Dorf haben sie genau die Rückstände von einem Benutzer gefunden. Und das Dorf war nicht groß, so 260 Leute oder irgendwie sowas. Und da kommt man natürlich auf die Idee, das kann man natürlich auch noch verbessern. Ja, oder also schmeißt man so eine Detektoren an jeder Straßenecke in Gulli. Die melden sich dann per Funk oder so zurück. Oder machen vielleicht eine kleine Kaskade und schieben die Sachen immer weiter bis zum Abfass, wo man das dann abgreift. Und da kann man dann schon extrem lustige Bilder machen. Da weiß man vor allen Dingen immer, wo die guten Partys gelaufen sind. Das koppeln wir dann mit dem erhöhten Stromverbrauch und dann wird es langsam erschreckend. Jo. Jo. Ja. Habt ihr denn noch Sachen, die wir vergessen haben? Mikro. Haben wir nicht mehrere Handmikros hier? Können wir die mal irgendwie strategisch so platzieren, dass sie beim Benutzer ankommen? Ja, die Hamburger Polizei ist ja auch recht innovativ. Da kann man jetzt nämlich Online-Anzeigen erstatten. Und um den Prozess der Verarbeitung zu vereinfachen, werden die dann auch direkt in das Polizeisystem übernommen. Da kann ich noch einen einwerfen. Ich habe gehört, dass Bund Online 2010, ich weiß nicht, heißt das so, Bund Online 2010, die Initiative, die ganz viele Services des Bundes ins Internet zu bringen, sei voll im Plan. Da kommt da noch eine Menge Spaß auf uns zu. Vor allem haben da bestimmt wieder die üblichen Verdächtigen, die auch die Hartz-IV-Software verbrochen haben, mit zu tun, oder? Die ist ja auch voll im Plan. Also irgendwann nächstes Jahr wird sie dann wohl auch in der Lage sein, Krankenkassenbeiträge so zu überweisen, dass die Krankenkassen die nicht wieder zurücküberweisen müssen. Kurz nachdem ich eine neue Nummer bekommen habe, weil ich einen Betreiber gewechselt habe, habe ich massenweise Viagra-Spam, gerade ich brauche das natürlich, bekommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Nummer nirgendwo publiziert worden ist, im Internet nirgendwo. Ich denke, da geht noch was. Bitte was? Na, möglich wäre das sozusagen. Provider war E-Plus oder ist E-Plus. Dass die, also wir hatten schon häufiger so Fälle, dass Leute seltsame Geschichten bekommen haben, nachdem sie die Rufnummer gewechselt haben. Und in der Regel war es dann so, dass die Rufnummern-Recycling-Frist kürzer war als sozusagen das Gedächtnis derer, die diese Nummer sonst noch kannten. Also zu Deutsch, die hatte vorher irgendjemand, der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht Viagra brauchte. War das Ganze vielleicht über ein SMTP-Gateway? Waren da immer oben drüber E-Mail-Adressen drin gestanden? Nur ganz kurze Nummern und keine E-Mail-Adresse drin. Weil ich habe nämlich auch schon über das SMTP-Gateway von E-Plus-Spam bekommen.
Okay, klärt das nachher? Also nur kurz dazu, es ging, glaube ich, genau, die Geschichte war tatsächlich, es gibt dieses SMTP-Gateway von A+, man kriegt tatsächlich auch nur eine Nummer angezeigt, das war wahrscheinlich auf dem Wege. Im letzten Jahr gab es die Situation, dass ein Bericht online gegangen ist über die Todesumstände bei der Befreiung einer italienischen Journalistin aus dem Irak mit der typischen Sicherheitsmaßnahme schwarzer Text auf schwarzem Hintergrund. Das war eine kleine Nebengeschichte. In dem Dokument war sehr viel geschwärzt, dass über das den bestehenden Aufbau eines Voice-over-IP-Netzes der US-Armee im Irak berichtet hat. Das heißt, als Prediction könnte man mal überlegen, ob nicht im nächsten Jahr die Anzahl der Teilnehmer in diesem Voice-over-IP-Netz ein bisschen größer werden wird und zum Beispiel irgendwelche irakischen Rebellen, was weiß ich, zum Beispiel dieses Ding übernehmen werden, dann wie ihre eigenen Sachen mitfahren werden oder halt beispielsweise dafür sorgen werden, dass die Amerikaner dort sich selbst ausradieren. Ich weiß es nicht, aber also ich glaube mal, dass da irgendwas gehen wird. Nein, haben Sie schon ein erfolgreiches Satellitentelefon des britischen Envoys geklaut gehabt? Also bei Features für 2006 denke ich an Medienfirmen, die sich in Polizeisysteme hacken, weil irgendwelche Freaks illegal Content in Überwachungseinrichtungen einspielen. Klar. Man muss auch darauf hinweisen, dass also Überwachungskamera, die per Funk wegschicken, natürlich, dann gibt es auch irgendwo einen Funkempfänger. Und dann kann man ihnen ja mal was zu sehen geben. Ich meine, die langweilen sich doch da. Also ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr vielleicht auch noch ein bisschen mehr so diese ganzen Ajax-Würmer und sowas ein bisschen am Laufen sind. Also es gab ja dieses Jahr diesen coolen MySpace oder was das war, Wurm, der irgendwie 2 Millionen Leute dazu gebracht hat, jemanden zu mögen. Und vielleicht, ja, also da könnte vielleicht auch noch mal was Dickeres kommen, was auch dann wirklich Security-relevant ist oder sowas. Ist alles relativ easy auch für Leute zu machen, die nicht gerade ganz tief in der Materie stecken. Na gut, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann machen wir noch unsere letzten Folien. Wir wollten euch noch ein paar Hinweise für 2006 auf den Weg geben. Der Sicherheitsbeauftragte einer finnischen Bank ist durch seine MAC-Adresse überführt worden. Also nicht verboten, ne? Es muss nur der Zielerfüllung dienen. Ja. Gut, dann wünschen wir einen guten Rutsch und ein spannendes Jahr 2006.